Was war bitte das? Soll das diese Beta-Hunter sein? Also es gab ja im Classic-Teil, im dritten, die Hunter Y steht da. Gamma-Hunter, ja, okay. Dann sind die das. Die sind hier aber um einiges größer. Die hat nämlich so eine Froschmäuler. Wo bin ich denn jetzt? Ja, doch, alles okay. Ja, ja, ja. Ich bin gerade verwirrt. Ah ja, gut. Und dann weiß ich zumindest, wo ich lang muss. Tü. Und wir gehen dann direkt, was war das? Hier runter, genau. Da brauche ich ja nirgends hin. Oh Gott. Die Klamotten muss ich verbrennen. Halt, da war was, genau. Die Handgranate, die muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Und ich werde hier lang gehen und ich muss, das Gamma Hunter war, das war schon heftig gerade. Mach auf dein Maul! Kann ich ihn auch töten? Okay, vier. Boah, sind die riesig. Die sind aber echt riesig. Wenn da mehrere von kommen, gute Nacht. Ja, kommen wahrscheinlich. Also, jetzt komme ich wahrscheinlich endlich in ein Büro, wo ich auch mal rein kann. Und wenn ich so einen Akku habe, dann muss ich den echt ständig mit mir rumschleppen, ne? Ja gut. Zu verschmerzen. Hi. Ah. Gut, die richtigen Speicherräume haben auch diese Musik. Sprengstoff? Kann ich das mit Pulver kombinieren? Was? Ergibt kombiniert mit Sprengstoff A Brandgranate. Ah, das sind jetzt die richtigen Pulver. Okay. Ja gut, die sind vielleicht für diese Hunter-Dinger gar nicht verkehrt, ne? Da ist was zu lesen. Tagebuch des Forschungsassistenten. 4. März. Wassertemperatur 18 Grad Celsius, pH-Wert 6,8. Gammas wurden das erste Mal aus ihrem Tank rausgelassen. Bewegung träge, Kampfpotenzial gering. 18. April, naja, gering, der hat mich gefressen. Wassertemperatur 20 Grad, pH-Wert 6,8. Mit zusätzlichen Hormonen und Medikamenten experimentiert. Einige der Änderungen lieferte positive Ergebnisse mit einem signifikanten Anstieg des Kampfpotenzials. Das betreffende Exemplar kann sich jetzt schnell bewegen und Beute in einem Stück verschlingen. Das habe ich gemerkt. 30. Juni. Wassertemperatur 22 Grad, pH-Wert 6,2. Umbrella hat die Gamma-Forschung offiziell eingestellt. Wir konnten einige Exemplare mit hohem Potenzial aus dem Labor schmuggeln, bevor sie entsorgt wurden. Dr. Logan... Dr. Logan Carlisle ist mehr als je zuvor entschlossen, die Gamma-Reihe zu perfektionieren. 14. August, Wassertemperatur 25 Grad Celsius, pH-Wert 5,8. Es ist jetzt 2 Wochen her, seit wir in die Kanalisation umgezogen sind. Die höheren Temperaturen führten zu einem Abfall der Wasserqualität, aber die Exemplare scheinen trotz meiner Sorgen gesund zu sein. Die Gammas haben schnell den Aufbau der Kanäle gelernt und haben bereits nach 2 Tagen angefangen, den Untergrund von Raccoon City zu erforschen. Das ist ja toll. Das ist ja großartig. Alle Exemplare kennen uns und sind uns freundlich gesinnt. Ich habe uns aber als Schutzmaßnahmen leistungsstarke Waffen für den Fall beschafft, dass die Gammas unkontrollierbar werden. 1. September, Wassertemperatur 23 Grad Celsius, pH-Wert 6,1. Wir hatten Glück, dass wir uns diesen Ort sichern konnten, indem wir den Abteilungsleiter der Kanalisation bestachen. Aber es wird langsam eng, da die Gammas noch weiter wachsen. Wir sollten uns um andere Unterbringungsmöglichkeiten Gedanken machen. 9. September, Wassertemperatur 21 Grad Celsius, pH-Wert 6,1. Ein Mitarbeiter der Wasseraufbereitung hat sich in unser Labor verirrt, aber die Gammas haben ihn unverzüglich eliminiert. Dies beweist ihre Feldtauglichkeit. Ich werde morgen Umbrellas europäische Zweigstelle kontaktieren. Vielleicht haben die ja einen Einsehen. Ja, klar, ist doch voll geil, so ein Gamma. Boi. Rechnung von Gunshop Kendo. Guck mal an, das ist doch der aus Teil 2, wo Leon seine Schrotflinte herbekommen hat.
Vielen Dank für Ihren Kauf eines XXXXXX-Granatwerfers. Wir haben besondere Modifikationen vorgenommen, die die Waffe mit einer Vielzahl an Munitionsarten kompatibel machen. Stellen Sie für die optimale Leistung sicher, dass immer richtige Munition für die Situation verwenden. Zu. Da es sich bei dieser Waffe um ein generalüberholtes Modell handelt, verfügt sie nicht über eine Automatik. Das verringert zwar die Schussfrequenz, aber diese Tatsache wurde im Preis berücksichtigt, wie abgesprochen. Handschriftliche Notiz auf der Rückseite. Explosive Granaten, Sprengstoff. Ah, okay, das muss ich mir vielleicht nochmal aufschreiben. Okay. Also, zweimal A sind explosiv. Das sind die normalen. Dann haben wir A und B. Ist Brand. Und zweimal B ist Säure. Okay. Das schreibe ich mir irgendwann mal ganz sauber auf für meinen so einen Zettel, den ich dann ins Booklet reinpacke, also in die Hülle von dem Spiel. Minengranaten können nicht einfach hergestellt werden. Es lohnt sich nicht, welche zu besorgen. Würden uns gegen die Gammas nicht helfen. Toll. Ach, da ist er ja. Kein Platz mehr. Geil. Ich sollte mal den mitnehmen, ne? Die Frage, was ist hier unten sinnvoller? Packe ich die Schrot erstmal weg? Ich packe die mal weg. Und dann holen wir uns mal den Granatwerfer dazu. Nein. Den wollte ich haben. Genau. Ach, das auch noch. Puh, genau, zwei Plätze. Gut, dann gucke ich nochmal, ob ich hier was organisatorisch machen kann. Ja, das Messer. Ja. Ich sag mal, das Messer benutze ich halt, um Kisten zu öffnen, ne? Aber ansonsten. Ich verstaue das jetzt. Das behalte ich mal alles. Und dann kann ich mal eben hier den Dietrich nach oben packen. So. So. So laufe ich jetzt mal rum. Und rüste den gleich mal aus. So. Ich habe ja ein paar Patronen. Vielleicht hilft das Ding ja ganz gut gegen diese Gamma Hunter. Wie viele Patronen habe ich jetzt? Nur zwei Schuss, ne? Das ist echt nicht viel. Na, dann nehme ich erstmal die Pistole. Gut, habe ich jetzt gespeichert oder nicht? Habe ich, ne? Doch. Ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher, ob ich gespeichert habe. Doch, habe ich bestimmt. So, das war das. Aber es wird ja bestimmt gleich wieder ein Gamma Hunter kommen. Wenn der nächste kommt, schieße ich ihn ins Maul. Hoffe ich. So, ich muss jetzt links, ne? Ich glaube, das ist der Gang, der mir jetzt noch fehlt. Aha. Mach Maul auf. Bist du jetzt tot? Okay, ein Schuss reicht. Ein Schuss reicht, das ist gut. Wie weit geht denn der Weg? Okay. Gleich sehe ich, was die nächste Biegung. Also einen kriege ich doch platt, dann habe ich ein Problem. Wenn dieser Gang versteckt sein sollte, dann war das nicht gut versteckt. Ah, es gibt wesentlich die Kiste, ne? Jetzt habe ich natürlich mein Messer nicht dabei. Schießpulver. Boah. Und ein Tagebucheintrag. Notiz eines Kanalarbeiters. Es ist schon wieder passiert. Dieses Mal haben sie Kane erwischt. Ich habe alles gesehen. Eins von den Dingern hat ihm in einem Stück verschlungen, von Kopf bis Fuß. Ich habe versucht, sie zu warnen, als Bill vor zwei Wochen verschwunden ist. Die Cops haben gesagt, er hat wohl die Stadt verlassen, aber ich habe denen gesagt, das kann nicht sein. Nicht, wo sein Baby jeden Tag kommen kann. Aber haben sie auf mich gehört? Natürlich nicht. So ein Scheißdreck, verdammte stinkende Mistviecher. Jedes Mal, wenn ich glaube, ich habe sie abgeschüttelt,
hüpft einer aus den Tunneln raus. Und die verdammten Cops kann ich mich. Auf die verdammten Cops kann ich mich auch nicht verlassen. Kann auch nicht den Schreibtischtätern in der Zentrale vertrauen. Wenn das nächste Mal einer dieser Freaks auftaucht, hau ich ihm direkt in seine dicke, hässliche Fresse. Ja, das ist wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass man wirklich in sein Maul schießen soll. Natürlich erst, wenn diese komische, ja, wie nenne ich das denn mal, dieses Tentakelzeug da rauskommt. Das sieht auch sehr, sehr milchig aus, das Wasser, ne? Ein bisschen ekelhaft. Schön duschen. Lecker, 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 lecker. Also einer kommt gleich bestimmt noch. Ja, kommt er. Maul auf. So, aber jetzt habe ich ein Problem. Ich habe doch Granaten, bestimmt. Na gut. So, was kommt jetzt hier noch? Oh Gott, da kommen ja so viele... Nee, es ist eigentlich gar nicht so viel. Wenn noch einer kommt, muss ich echte Granate nehmen. Ich hoffe, das geht. Kann ich nicht einfach rüber? Da geht's raus. Das freut mich. Ist hier noch was im Schutt versteckt? Nö. Haben wir vielleicht Glück, dass ich hier weiterkomme. Und vielleicht kriege ich auch noch mal ein, zwei Granaten. Okay. Scheint irgendeine Art Labor zu sein, auf jeden Fall. Hm. Ein Labor ohne Dokument kann ich mir fast nicht vorstellen, ne? Der Akku! Sehr schön. Das ist... Oh, nee, ich habe keinen Platz mehr. Was ist das andere? Weiß ich nicht. Oh, wenn jetzt hier keine Truhe in dem Raum ist, habe ich echt ein Problem, ne? Hier ist keine Truhe in dem Raum. Ich glaube das nicht. Ein Liebesbrief, Fragezeichen. Meine kleinen Lieblinge, es ist bereits 3 Monate her, seit wir zusammen hierher geflohen sind. Ich denke oft an den Tag zurück, als ihr alle geschlüpft seid. Eure kleinen Stimmchen ließen mich mit Stolz erschauern. Aha, interessante Kombination, mit Stolz erschauern. Eure liebreizenden kleinen Körper, die solche unglaubliche Zerstörungskraft in sich tragen. Und natürlich euer unersättlicher Appetit. Ihr seid nichts Geringeres als die Spitze der Hunter-Serie. Und doch befahlen sie mir, euch zu vernichten. Sie sagten, ihr seid als Waffen untauglich, wegen ein paar kleiner Schwachstellen. Ja, erzähl mal. Sie führten eure fehlende Hitzebeständigkeit und die Tatsache an, dass eure zarten Mundwerkzeuge beim Fressen freigelegt sind und sagten, ihr seid mangelhaft. Haben die nie von Charakterschwächen gehört? Es ist gerade wegen eurer Schwachstellen, dass ich euch so liebe. Aber wir werden es denen noch zeigen. Hier unten werden wir gemeinsam weiter den evolutionären Pfad beschreiten. Wir beweisen Umbrella, dass ihr meine kleinen, dass ihr meine geliebten Hunter-Gammas wahrhaft überlegen seid. Ein verrückter Wissenschaftler, der seine Experimente nicht aufgeben wollte. Habe ich. Ja, ich bin ja komplett gesund. Ich kann aber nicht dieses Pulver kombinieren mit Schießpulver. Nee, das geht nicht. Oh fuck. Ich habe nichts, was ich wegschmeißen könnte. Muss ich jetzt echt nochmal komplett zurücklatschen? Das kann ich kombinieren. Ha! Perfekt. Dann nehme ich doch jetzt lieber den Akku mit, der ist wichtiger. Ich hoffe, der braucht nur einen Platz. Der braucht 2 Plätze. Ich drehe am Rad hier. Was ist das? Hochwertiges Schießpulver. Habe ich jetzt mitgenommen, ne? Ich bin echt clever. Oh Gott. Gucken wir jetzt mal hier rein. Oh, das kann ich direkt kombinieren, ne? Brandgranaten. Das heißt, die kann ich doch bestimmt direkt nachladen. Immerhin. So, jetzt habe ich natürlich immer nur noch einen Platz frei. Das heißt, ich kann den Akku nicht mitnehmen. Das ist irgendwie schade. Muss ich jetzt echt komplett nochmal zurücklatschen. Sieht fast so aus. Kann ich hier was mitnehmen an Texten? Nee. Ich kann hier auch von zweiter nichts bedienen, ne? Ja, ja, ist schon klar. Akku. Ich muss jetzt echt da unten wieder hin. Nützt alles nichts. Wenn jetzt wieder so ein Viech auftaucht, kriegt's noch eins in die Fresse. Ich hoffe, die spawnen nicht ständig jetzt.
Besser wäre es, wenn die nur spawnen, wenn ich jetzt einen Akku eingesammelt hätte. Ich hoffe, dem ist so. Sieht ganz gut aus. Oh, oh, ich höre was. Ne? Also, das klang echt so, als würde ich wie sowas machen, aber war nix. Gut, das heißt, wir können noch mal gucken. Dann packe ich jetzt mal das Schießpulver weg. Auch die Flintenmunition, weil alles kann ich ja nicht gebrauchen. Die Granaten. Ich packe die Granaten jetzt weg. Ich hoffe mal, dass Nemesis jetzt hier nicht kommt. Weil ich muss jetzt ja auch noch den Akku tragen. Soll ich mal speichern? Das ist vielleicht besser, wenn ich gerade hier bin. Man kann ja nicht zu viel speichern. Das ist das Gute. Wir haben keine Farbbänder hier in dem neuen Resident Evil System. Deswegen speichern, was das Zeug hält. So, das nehme ich mir jetzt den Akku. Und dann gibt es zwei neue Türen, die ich öffnen kann. Ja. Jetzt die Frage, welche Tür öffne ich zuerst? Oder ist das scheißegal? Weil ich weiß, bei der einen Tür war auf jeden Fall eine Gürteltasche. Also ich meine, eine Gürteltasche erkannt zu haben auf dem Tisch. Und die möchte ich auf jeden Fall haben. So. Ich befürchte echt, wenn ich jetzt den Akku einsammle, ne? Guck mal, was da liegt. Das habe ich nicht gesehen. Da waren noch Brandgranaten. Geil, ich kann sogar 5 Stück auf einmal reinladen. So gesehen war es dann doch wieder gut, dass ich nochmal umsonst zurückgelaufen bin, weil sonst hätte ich die Brandgranaten da gar nicht entdeckt. Okay, der Akku ist mein. So, ich glaube, der Raum ist leer. Ja. Das ist ganz schön, dass man da echt erkennen kann, nichts vergessen. So, wir haben 2 Türen, die wir mit dem Akku... Also 3, glaube ich. Ich glaube, sogar 3 Türen. Na? Wo kommt der erste? Noch nicht? Doch, habt ihr wohl. Ich musste gerade schnell schießen, ich hatte Angst. Es reicht aber auch, wenn das Maul nicht auf ist, wie man sieht. Weil hitzebeständig sind sie echt nicht. Ha. Und ich hab's doch gesagt, ne? Und trotzdem habe ich meiner eigenen Warnung nicht vertraut. Das ist schon ein Armutszeugnis für mich selbst oder an mich selbst. So, jetzt muss ich da lang zurück. Die Leiter will ich hoch. Ja. Penner, du. Wie das hinter mir auch einer auftaucht? Nein. Also irgendwie sieht sie ja schon niedlich, ne? Also in einer kranken Art und Weise. So. Hier oben springt doch wohl keiner rauf, oder? Wie ist es nicht? So, Akku nutzen. Ich hoffe, ja. Das wäre jetzt noch das nächste. Der ist jetzt leer, der Akku. Ich nehme jetzt mal die Knarre kurz. Oder kommen jetzt hier auch welche? Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist, wenn ich jetzt hier... Okay, sie kommen auch hier. Habe ich nicht mitgerechnet, tatsächlich. Wir brauchen sehr lange zum Sterben, auf jeden Fall. Was ist das jetzt? Ist das nur ein kleiner Raum? Oder ist das ein... Ich weiß es nicht. Versuchen wir. Wirklich nicht. Braucht wohl irgendeine Stromquelle. Ja, es ist, ja, ich muss das so machen, auf verschiedene Wege die Türen öffnen. Oder bleibt die Tür jetzt... Achso, ah, ich kann hier einen Umweg machen. Ah, ah, okay, hab verstanden. Ja, das ist die Tür, wo ich vorhin schon war. Genau. Dann nehme ich jetzt den Akku wieder raus. Perfekt. Kann die Tür umgehen und jetzt gucke ich da mal rein. Was haben wir denn da Schönes? Es wäre schön, wenn wir mehrere Akkus hätten. Okay, da ist die Gürteltasche, von der ich sprach. Sehr gut. Oh, hervorragend. Dankeschön. Den Raum können wir hoffentlich komplett leer farmen hier. Und dann haben wir...
Ja, dann können wir den Akku wieder mitnehmen. Das hätte ich euch mein Inventar wieder vollgeballert, ne? Aber ich habe noch Platz. Ich habe gerade eine Gürteltasche gekriegt, sehr gut. Raum leer? Raum leer. Teilt der Stadt aber was von Wache, oder? Ach, das ist so die Raumbezeichnung. Und das Dokument kann ich echt nicht lesen, weil das sah für mich erst so aus, als wäre das so hervorgehoben, aber nö. Okay. Oder ist hier irgendwie eine Wackelfigur versteckt? Da habe ich jetzt überhaupt nicht mehr drauf geachtet, tatsächlich, ne? Na, egal. Ja, raus da. So. Mit. Gut. Okay. Das war diese eine Wache. Ja, das war der Raum vom Anfang. Okay, dann komme ich ja bald auch an den Raum, wo ich eigentlich hin muss, denke ich mal. Gleich kommt hier erstmal noch wieder ein schönes Viech. Der springt bestimmt jetzt hier oben drauf. Ne? Ah, hier bin ich jetzt. Alles klar. Ich habe schon die Leiter gesehen und wusste direkt, wo ich bin. Weil die lasse ich jetzt runter und dann bin ich da, wo der Akku eigentlich hin sollte. Genau. Perfekt. War vorher noch was, überlege ich gerade. Ja, da war das Büro des Laborleiters. Da wollen wir mal eben hingucken. Da will ich mal eben schauen. Vielleicht findet man da noch was. War das hier? Wo war denn die Tür dazu? Kommt wohl da vorne. Na, kommt noch einer. Kein Typ? Kein Gamma-Hunter?